So, ihr Lieben, ich fange immer an mit so, ihr Lieben. Oder herzlich willkommen bei Andreas Liebacher, Fernsehen aus Karlsruhe, bekannt auch Mr. Key. Könnt ihr raussuchen, heute ganz entspannt im Spider-Man-Kostüm, extra für Mr. T angefertigt, dass die Hupen ein bisschen größer sind, der Bauch ein bisschen flacher. Seht ihr das? Ohne Bauch einzuziehen. Mir ist gebeugt, weil ich ein Battle habe. Next. Und kleiner Tipp von mir. Regelmäßiges Dehnen sorgt für eine gute Mobilität. Wer mobil ist, braucht keine Krücken. Deswegen stretchy, meine Freunde. Ich werde mich ein bisschen dehnen. Das mache ich immer, bevor ich mit dem Beugen anfange. Jetzt kommt der erste Kritiker. Ah! Aber wenn du stretchst und dehnst, hast du keine Chance, deine Muskelspannung geht verloren und du wirst abkacken. Ich kacke nicht ab. Passt alles, ich mache keine 25, 30 Sekunden maximal dehnen. Ich mache ein kurzes Andehnen für ca. 10 Sekunden. Das ist wichtig für meine Mobilität, Freunde. Freunde des Sports für meine Mobilität. So. Kennt ihr das im Studio? Das ganz heimlich im Spiegelball läuft so. So heimlich im Spiegel so. Hoffentlich hat es keiner gesehen. Späßchen gemacht. So, jetzt geht los mit Beugen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wo bin ich stehen geblieben? Posen, Freunde. Nicht posen. Beugen. Und zwar beugen auf den Schultern. Die Körperlast, Körpergewicht auf den Schultern, auf der Stange. Und los geht's. Und so viel wie geht, natürlich erstmal aufwärmen. Erstmal aufwärmen. Aufwärmen. Wärmen. Aufwärmen. Wie ihr sehen könnt, Gewicht ist aufgelegt. Ach, jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut in meinen Notizen, wie viele Wiederholungen ich schon mal gemacht habe. Und ich muss feststellen, jedes Mal, wenn ich dann beuge, habe ich die Hosen voll. Jetzt fragt euch, für was habe ich die Hosen voll? Ich möchte jedes Mal aus psychologischen Gründen mein letztes Ergebnis toppen. Und jedes Mal habe ich so ein flaues Gefühl im Magen. Warum? Weil es verdammt schwer ist, Freunde der Nacht. Freunde des Sportes. So! Boom! Los geht's! Ulla! Und. Oh, fuck! Ah, Freunde, das ist echt kein Spaß. Das ist kein Spaß. Oh, fuck. Das hat mich heute wirklich alles gekostet. Mein letztes bestes Ergebnis zu toppen. Es ist mir gelungen, aber ich kann euch eins sagen: Am Tag davor laufen zu gehen macht überhaupt keinen Sinn. Oh, fuck.